Heute gibt's schön auf die Fresse. Und zwar mit The Raid 2. Und das ist der Nachfolger von dem Actionfilm, ihr erinnert euch sicherlich auch, wo ein Spezialkommando ein Hochhaus stürmt und von Stockwerk zu Stockwerk mehr Leuten auf die Fresse haut. Auch diesmal gibt's wieder ordentlich auf die Fresse, hinzukommen aber auch Schießereien oder auch Autoverfolgungsjagden. Die sehen inszenatorisch alle ziemlich geil aus, das muss man schon sagen. Der Regisseur Gareth Evans hat da in seinem Indonesien einen wirklich sehr, sehr schönen Actionfilm gemacht. Allerdings geht er auch 2,5 Stunden. Jetzt fragt man sich, warum geht ein Actionfilm bitte 2,5 Stunden? Naja, es wird ein bisschen versucht, das Ganze so ein bisschen episch zu machen mit Mafia-Banden, die gegeneinander kämpfen. Die Story funktioniert für mich aber für diese Lauflänge nicht gut genug. Na, denn wenn ich einen asiatischen Kampffilm sehen will, dann will ich eigentlich auch, dass die Asiaten sich ordentlich auf die Fresse hauen über die ganze Zeit. Das tun die zwar immer mal wieder, aber die restliche Zeit bin ich dann doch eher gelangweilt. Ja, die Action-Szenen sind tatsächlich so gut, dass es sich lohnt, die ganze Zeit dran zu bleiben. Und wer den Film im Kino sieht, darf sich freuen. Ja, er ist endlich mal ungekürzt in Deutschland. Das ist ja unglaublich. Ab 18, aber ungekürzt. Für mich ist The Raid 2 ein Tick besser als sein Vorgänger und kriegt 8 von 10 Punkten. Wenn ihr also die Chance habt, ins Kino zu gehen, dann nehmt euch Bier mit und alle eure Freunde und dann guckt den Film in der Horde und habt einfach Spaß.